gute Frau, was haben Sie sich fürs neue Jahr für Neujahrsvorsätze vorgenommen? Ja, sparsamer sein, deswegen nehmen wir den Kalender von letztes Jahr nochmal. Meinen Sie nicht, dass das ein bisschen ein Scheißvorsatz ist? Doch. Ja, nochmal das Gleiche, nehme so viel Essen und wenig abnehmen, aber ich habe ja letztes Jahr schon brutal viel abgenommen, über 200 Gramm, gell? Ja, mein Vorsatz fürs neue Jahr ist mal eine neue Sonnenbrille kaufen, also das Ding hier habe ich schon seit 1952. Selbstverständlich habe ich mir für dieses Jahr einen guten Vorsatz gesetzt, und zwar ist das jener, dass ich nicht nur am Samstag in die Badewanne hineinliege, gell? Ja, meine Mädels und ich, wir haben uns vorgenommen, dass wir das Jahr wieder partymäßig mehr abgegangen, gell? Ja, wir feiern auch so hart, die Leute denken immer, uns brennt der Kittel. Neujahresvorsätze der Regierung. Ja, wir vom Umweltministerium haben beschlossen, dass wir den Atommüll jetzt nicht mehr in der Nordsee verklappen, sondern billig ins Ausland verkaufen, dann verdienen wir auch noch was. Ja, ich möchte mal was für mein Äußeres tun und ich mache jetzt mal was, was sonst keiner macht. Ich lasse mich das Jahr tätowieren. Und ich mache mir dieses Hyaluron in die Lippen, oder wie das heißt. Ja, ich habe mir auch das Jahr vorgenommen, wieder mehr Missionsarbeit zu betreiben und das Wort unseres Herrn auszutragen, damit die Leute wieder mehr in die Kirche kommen. Und ich sage, wenn sie nicht kommen, schlage ich sie an der Grenze an. Unser Vorsatz in der Metzgerei ist, mehr vegane Wurst herstellen. Jetzt reicht uns aber das Gemüsebrät nicht und wir müssen die Wurst leider mit Leberkäse strecken. Ich habe mir vorgenommen, das Jahr mal ein bisschen aus mir rauszugehen. Was ganz Verrücktes machen, also zum Beispiel mal den gelben Sack nicht ausstellen. Gute Vorsätze fürs neue Jahr, ne? Das habe ich keine. Das brauche ich jetzt, weil mir langt es ja noch aus.